nicht zu viel versprochen, dass es am Ende doch noch etwas, ein paar kleine Änderungen in der Rangierung geben wird. Und so ist es nämlich auch, das eben gesehene Paar Manuel Domingos Bernay und Escalemillo mit 8,9, mit 9,34 jetzt derzeit an der Spitze. Cento, ein Sohn des Negro aus einer Jazzmutter. Züchter ist A.J. van Oss, Besitzer von Old Horses. Und die Reiterin aus Großbritannien, aber hier am Start für die niederländische Quote, Charlotte Fry. This is the last horse in this competition called Cento, a Dutch stallion, sire Negro, then sire Jazz. And the rider from Great Britain, up today for the quota of the Netherlands, Charlotte Fry. Sie haben wahrscheinlich die Qualifikationsprüfung selbst gesehen. Hier jetzt am Start die Siegerin aus der ersten Runde. Jetzt als letzte Starterin in dieser Prüfung. Und dann, meine Damen und Herren, ist es entschieden. Dann steht der Weltmeister der sechsjährigen Dressurpferde 2021 fest. Jetzt aber startfrei für Cento, dem Hengst KWBN Negro mal Jazz mit Charlotte Fry. Auch schon mit einer sehr guten Rute aus großer Stellung an. Er wartete auch schön. Macht einen konzentrierten Eindruck. Das Traben ist einfach. Das sah man gerade schon, als sie hier sich vorbereitet hat. Wahnsinn. Also jetzt auch im Zulegen. Also der Fuß schon der Fuß deutlich drunter. Ab und vor allen Dingen von hinten auch wirklich mit Schubentwicklung. Und auch wieder hier, ganz selbstverständlich, nicht gemacht, nicht gequetscht, nicht gedrückt, sondern wirklich der Zug nach vorne. Auch der Takt in der Volte jetzt, ne? Also das bleibt wie ein Metronom. Und auch jetzt in der Traversale, ich glaube, das ohne beste Traversale, die wir heute gesehen haben. So schön ins Bergauf auch konstruiert und auch jetzt, wie der wird wirklich größer und länger und lässt auch schön Rahmenerweiterung zu. Einfach auch toll geritten. Ja, der wird nicht schnell, nicht laufend. Und jetzt muss man sagen, jetzt hat sie auch ein bisschen Pech. Jetzt fängt es an zu regnen, aber er läuft da ja wirklich tapfer weiter. Also tolles Traben. Also, ich glaube, das kann man schon. Was soll man da anderes geben als 10? Das ist meine persönliche Meinung, aber was kann ein sechsjähriges Pferd noch besser machen? Genau. Also mit so viel Takt und Gleichmaß und Anlehnung und Schubentwicklung und trotzdem Tragkraft und dieses Weiterschwingen in den Traversal mit einer Selbstverständlichkeit, und das sieht so leicht aus auch, das muss man ja sagen, das ist auch einfach schönes Reiten jetzt. Genau. Besser geht's nicht. Ich finde, das kann man so unter die Traptour direkt schreiben. So, da kam gerade ein bisschen Spannung auf. Auch sehr gut geritten, ne? Ja. Nichts dem Zufall überlassen. Und gerade Schrittpirouette, finde ich, das sieht man so oft, dass das leider nicht funktioniert, aber das war jetzt auch, das haben wir heute schon wirklich oft auch für sechsjährige Pferde ordentlich gesehen. Im Unterschied zu Escamillo hätte ich bei der Schritttour trotzdem wahrscheinlich noch eine Idee mehr Vortritt. Ja, und ich fand auch, Escamillo ließ noch ein bisschen mehr los. Also das war noch etwas losgelassen. Das war, genau, da, jetzt, wenn man die rosa-rote Brille mal ein bisschen absetzt. Genau. Aber auch ganz sicher gesprungen. Er fußt auch toll ab, fußt weit durch hinten im Galopp. Wird, finde ich, wenn man es jetzt zum Trab sieht, etwas kürzer so im Ablauf. Ne? Mhm. Ne, trotzdem tolle Wechsel. Die Wechsel. Ne, aber könnte da noch so ein bisschen mehr. Ja, jetzt wird es besser. Ne? Wenn sie so ein bisschen vorwärts reitet, wird es etwas schöner. Also
trotzdem. Das ist natürlich absolut guter Galopp. Was wir hier machen, ist Jammern auf einem ganz hohen Niveau. Das wollen wir noch einmal ganz klar festhalten. Und was bemerkenswert ist, die Anlehnung, wie Wahnsinn, der da steht. Ne? Also und ja, mit einer Selbstverständlichkeit und auch fein an den Reiterhilfen. Reiterhilfen, Charlotte Frey, natürlich auch hier wieder eine Reiterin. Super. So, in der Galoppverstärkung könnte so ein bisschen mehr loslassen, meiner Meinung nach. Ja, auch gut gesprungen, aber ich muss sagen, so bei Escamillo fand ich die fliegenden Wechsel noch mal etwas sicherer. Und selbstverständlicher und genau, lockerer gesprungen, ne? Genau. Ja, aber jetzt das Traben, das ist schon von einem anderen Stern, ja, muss man sagen. Also das ist schon einfach Wahnsinn. Toll. Ich bin froh, dass wir hier sitzen und letztendlich nicht die Noten... Oh nein! Ja. Das wird hoffentlich jetzt nicht mitbewertet. Das wird hoffentlich die Euphorie des Publikums, kann man natürlich verstehen. Gar keine Frage. Es war nur allerdings 10 Sekunden zu früh. Aber ich denke, das nehmen die Richter gar nicht mit auf ins Protokoll, beziehungsweise lassen sie ihre Bewertung gar nicht mit einfließen. Sie sehen, das Pferdener Publikum. Wir sind gespannt, der letzte Ritt und die letzte Kommentierung des Tages. Wow. I could just sum up the whole thing with one word, really, by saying wow. I mean, really wow. That was amazing. Okay, trot. Stayed a beautiful balance, beautiful shoulder in, beautiful half pass. Active, stunning balance in the extended and the mediums, we gave a 10. In the walk, he is irregular and he does have some ground cover. To me, he could have more ground cover yet and more suppleness in the body. We still gave an 8. For the walk. For the canter, wonderful balance, wonderful flying changes. Horse always on your aids. You rode beautifully. We gave a 10 for the canter. This horse looks happy. He looks so happy to be in the arena. He shows off. He does a great job. He never really falters. Okay, we had a tiny little bit of tension towards the end, but that was the crowd's fault. That wasn't his fault. We gave a 10 for submission. And really, what more could we want for a horse that's active, willing, happy to work in such a nice way, and of course beautifully ridden? We gave a 10 for perspective. Congratulations, well done. Und ich fasse das kurz zusammen. Die Gesamtwertnote für Cento und Charlotte Frey für die Niederlande heute 9,6. Wir haben den Weltmeister der 6-jährigen Dressurpferde gesehen. The total man for Cento and Charlie Fry for Great Britain, but today for the quota of the Netherlands, 9.6 on 96%. He is the world champion of the 6-year-old horses.